Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. So, Falco ist im Anmarsch. Da müsste jeden Moment eintreffen. Aber ich habe die Einfahrt aufgerissen. Da kann gar nicht reinfahren. Den müssen wir erstmal außen rumführen. Und hier so ein kleines Bäckle für ein UH. Liebe Grüße an der Stelle. Danke nochmal für deine Unterstützung. Dass du immer so schön am Start bist. Hilft wirklich viel. Mehr als alles andere, Digga. Ne? Und das ist das kleine Geschenk für dich. Jetzt muss ich hier noch meine Einfahrt vorlatschen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich darf ja sein Kennzeichen nicht zeigen. Also ein bisschen aufpassen mit dem Film. Na gut, doch. In Ost-Ostel. Komm, Bauch reinziehen, Mensch, wir sind live. Ja. Ost-Ostbesuch. Ja. Guck mal, ja, Adonis-Körper, Junge. Ne? Ost-Ostbesuch. Ost-Ost-Ost? Mhm. Oh, die Kamera sagt, dass ich zu schnell geschwenkt habe. Ah, dann muss man nochmal. Ich muss langsamer. Falco, wir müssen langsamer machen. Wir sind zu schnell. Schön, schön langsam alles. Da ist meine Adresse. Scheiße. Guck. Da reinfahren, oder? Nee, das ist Nachbar, Junge. Egal. Nein! Wohin? Auf der Straße, Junge. Wir fahren jetzt einen geheimen, also einen Superhelden-Eingang sozusagen. Ist aber fahrbar mit einem normalen Auto? Alter, sag mal, hast du noch einen Cut drin? Ja, klar. Boah, das riecht aber, als wenn kein Cut drin ist. Ja. Rammel hier nicht so. Ich rammel da nicht, ich schalte da schon die ganze Zeit. Mhm. Guck mal, wir fahren 30, Jungs. Ja. Alles. Links, links? Rechts. Achso. Was gibt's denn? Ich blinke auch schon rechts. Was, irgendein Beutel? Birnen? Der Kleine, der verkauft mit der Apple. Ja, dann müssen wir mal was kaufen gehen, oder? Mal gucken. Und zwar jetzt hier rein. Hinter der Hecke. Da muss ich ein Offroad-Paket anmachen. Können ein bisschen. Kamera schwenkt zu schnell. Ah. Ich bin zu schnell, Falco. Scheiße. Hier ist die geheime Superhelden-Einfahrt. Und hier ist mein Hochbeet. Guck mal, hab ich das überhaupt schon mal gezeigt? Lecker, gleich mal anhalten. Da hinten sind nur die Bienen. Oh, gleich mal fressen gehen. Ja. Hier ist der Garten, das ist mal eine andere Perspektive. Jetzt musst du hier an dem, hier so rum, über die Wiese. Warum? Ja, weil du hier nicht durchkommst. Gut, wir parken mal ein. Na, heute geht's. Nicht so viel beladen. Oh, guck mal. Hier muss ich einen Falco mal, hier muss ich mal Rostbehandlung machen. Da muss er mal ein bisschen länger da bleiben. Ich habe Rost gefunden, Falco. Der rostet nicht, das ist nur Farbe. Guck mal hier. Das müssen wir mal ein bisschen abschleifen. Ach, da kriegt er mal TÜV. Naja, aber dann ist es durchgegammelt. Irgendwann schnell ein besseres Auto. Und außerdem hängt er hier tiefer als drüben. Siehst du, du hast nicht gleichmäßig beladen. Nee. Habe ich nicht. Einfach reingeschmissen. Das ist mir hier lassen. Das Scheißding, Alter. Da hast du gar keinen Platz mehr. Das Ding ist gut. Das ist scheiße. Das hat voll Arbeit geleistet. Hier. So gar keinen Platz. Zwei Kartons im Kofferraum. Was ist denn hier los? Geht nicht mal weg mit dem Bastling. Junge, nicht oben drauf, nicht. Ich brauche ein bisschen Mucke. Junge. Ja, da müssen wir mal. Da drunter ziehen die Decke. Das sind ein paar Kisten. Das ist Brot, ja? Für die Hühnchen. Ja, da finden wir mehr. Heilige Pinkel sind nicht immer Brot mit. Getrocknetes für die Hühner und das Schweinchen. Oh, vielen lieben Dank. Hier ist Schlafwagen und so weiter und so weiter. Ja. Hast du von dem anderen das Ding? Das ist irgendwo mit Karton mit drin. Ja. Na gut, wir laden mal aus, Jungs. Hier ist noch Dr. Falco, unser Klimatechniker am Werk, hier mit der Speziallampe. Nein! Oh nein! Jetzt ist meine Lampe ausgegangen, nee. Muss man irgendwie die Pumpe hier wieder reinwürschen. Das Gerät da. Dann müsste die Klima wieder gehen. Die Frage ist, wo der zweite Anschluss ist. Nee, wir tüdeln das mal zusammen, mal gucken, ob es dann geht. Mhm. So, erster Test. Falco hat Angst, dass hier das Wasser rausspritzt. Mal gucken, was passiert. Du müsst jetzt. Achso, jetzt Kompressorschutz. Ja, 3 Minuten. Oh, 3 Minuten warten. Geh an, Junge! Wir haben Silvesterkarten.
Ich hab gleich wieder Hunger. Ich filme jetzt nicht 3 Minuten, wie das Ding nicht angeht. Warte mal, ich muss mein Handy sichern. Falco muss sich einen Finger drauf halten, er muss noch so einen Schlauch ran. Auf jeden Fall. Aber reingepumpt hat er's. Mhm. Also die Pumpe geht wieder, die haben wir erfolgreich repariert. Ob sie kaputt war, ja was, wissen wir nicht. Die war nicht jetzt gehangen. Wahrscheinlich ist das Kalk und Müll. Müssen wir auf jeden Fall in Kalk mal reinschmeißen, irgendwann nicht. Kann man das in das Wasser, in den Kalk? Einfach runterschaffen das Ding und mit Reiniger einpinseln und das dann halt mit Osmosewasser benutzen. Ja, was ist denn das für ein Müll, dass die nicht angeht? Weil 3 Minuten Schutz bei jeder neuen Klimaanlage. Dann muss ich jetzt so lange warten, weil wenn es spritzt, will ich ja sehen. Schutzschild. Das hilft ja auch. Warte mal. Da wäre ich komplett vollgesprüht gleich, Alter. Das gute Schutzgitter. Das Wasserschutzgitter. Komm schon, lass ihn nicht so fest. Alter. Also das ist nicht normal, Alter. Sichen Scheiß hast du daheim. Wollen sie es wegschmeißen, dann haben sie weg. Ja, wenn sie geht, nee, aber das ist ja schon Sackgang, dass sie nicht angeht. Gleich. Und wenn du die dann mit normalem Wasser betreibst, ein Jahr lang, dann sieht die dann so aus. Und dann schaltet sie aus. Ja, weil dann wahrscheinlich die Pumpe fest wird. Durch den Kalk. Durch den Kalk, ne? Ihr habt ja Osmosewasser. Das geht nur 18 Grad. Ja. Meine ganz echten, Junge. Oh, jetzt lass mich so gut. Komm. Na, hast du jedes Mal eingeschaltet und so lange gewartet? Ja, angemacht und bist erstmal. Oh, da schlafen doch noch der Füße ein. Auch wenn die immer gepumpt dann haben, geht's los. Wenn die mit Wasser luft. Ja, dann kriegst du jetzt eine kleine Dusche, Feige. Ich brauche irgendwie mehr Schutzschild. Das hier. Aber irgendwie pumpt er jetzt so nicht weiter, oder was? Weil er immer gefüllt hat bis unten. Ach, weil ich abgeschalten habe. Der geht erst los, wenn der bis unten oder. Dann? Der hat immer diesen Becher voll im Wasser. Ja, da kriegst du jetzt nur den Becher ab. Geht doch. Junge! Komm, jetzt tut sich das Wasser mit hoch. Ja. Hier kommt kalt. Hier kommt warm. Warte mal, Vollgaslüftung. Du hast sehen, wie kalt ihr macht. 3 kW Leistung. Nein! 3,1 Nein, da will ich Strom selber. Kühlleistung, bin ich jetzt an. Ja, aber die geht wieder. Ich höre dieses Wasser verstrudelt. Aber das höre ich. Guck mal, wie kühl das ist, Felgen. Ja, das fährt erstmal hoch. Das geht jetzt erst los. Hier. Guck mal her. Oh! Da ziehst du dir ein Sommerhaus an. Da wird er ganz klein. Da wird er ganz klein. Also die habe ich gerne genommen, die Klimaanlage. Da wird jetzt so wärmer. Mit außen, also direkt hier. Ja, was denn, der klingt bimmelt. Soll ich jetzt hier, tut das irgendwie verdunstet? Ich höre es, wie es rauscht. Das verdampfen wir hier drüber. Okay, das automatische Licht von der Kamera muss ausschalten. Also okay, die funktioniert wieder. Warte mal noch kurz. Komm her. Wir haben, Warte mal. Nein! Die ist noch nicht voll da. Die fährt hoch noch. Naja, hinten ist auch noch nicht. Na doch, jetzt geh mal hinten hin. Merkst du schon. Das ist noch nicht alles. Wir kommen 6 Grad raus. Die fährt noch hoch. Die also, fährt. Und bei dir stand vorher Fehler. Also geht's ja, wieder. Warte mal, lass mal noch. Die geht wie die Hölle. Die geht gut, ey. Das wäre auch was für mein Schlafzimmer, so vielleicht. Wenn du noch eine Minute wartest, die ist ja eh kaputt. Die wolltest du ewig, also... Ich krieg bestimmt noch 50 Euro. Schnitt! Aber nochmal schaltet? Nee. Warte mal. 65? Guck mal! Also ich sag, warte mal, der schaltet bestimmt nochmal, Digga, komm. 57, 70, los, Simme! Hast du noch einen Gang, Digga? Nee, das... 72, da ist am Ende, ne? 75. Oh! 77 Berg runter. Einige, überhol den mal, ich gebe ihm dann Daumen nach oben. Das Kennzeichen haben wir ja hoffentlich nicht drauf. Das ist eine Olle, Digga. Das ist eine Olle gewesen. Naja, wir müssen weiter, der Döner wartet.
Aber ich habe gesehen, da ist doch schon ein Ding dazu. Was? Bei dem Konvent da. Ja, aber das ist aber ein... Ach so, das ist der Saugen, das andere ist die Bürste. So. Ist das ein, oh, was ist das hier? Chimchgabel, ein Mischpult. Hä? Dann habe ich hier... Ich glaub, hier das ist der Scheinwerfer, ne? Scheinwerfer, hier ist noch eine Powerbank. Oh. Ist auch schön. Was sind das denn für ein Mischpult, Junge? Da fehlt aber das Strom. Das ist ja egal. Das können wir ja basteln. Phantomspeisung. Oh, da muss ich mal einen Mischer fragen, ob das was... Das ist doch bestimmt... Ist was, da hätte ich mir gar nicht das Mischpult kaufen müssen. Das ist doch bestimmt, das ist doch so ein Ding. Ja, ist egal. Ach, nee. Hier Phantom an... Ah, die Dinger haben okay einen Außeneinschalter, ne? Nein. Was gibt's denn jetzt hier noch? Hier ist die Endstufe. Aber so ein Riesending. Ich dachte, die war kleiner. Was ist da rausgeflogen? Eine Schraube hier. Du mal reinschrauben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die dazu gehört. So, und hier hast du nämlich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Na gut, das ist halt alles passiv, ne? Naja, aber trotzdem. Die 15 Mark für den Typen hier. Ja, das geht schon. Und hier unten ist die... Hier in Stufe drinne, wo hier Reparieren, Fragezeichen, Netzteil kaputt. Ja, bin ich wurde geschlachtet. Hier haben wir noch einen Powerbank. Was? Mit Solar, oh Gott. Das war Leuchten. Was, Anja und Jens? Hast du Anja und Jens geklaut, oder? Ja. Hier 50 Watt LED, mal sehen. Pilipimpus, was? Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Irgendwas kaputt. Ich glaube, der hat noch geleuchtet. 1 Watt Solarpanel. Ah! Der kannst du 30 Jahre laden. 1200 Milliampere-Stunden. Hä? Das tun wir immer drauf, das ist die Endstufe. Gut. Aber mal ein bisschen was hier enttarnt.